Eine 59-jährige Frau genehmigte sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einem Lokal im 9. Wiener Gemeindebezirk einige alkoholische Getränke. Ein 52-jähriger Mann, der verweilte ebenso dort und genoss die letzten Abendstunden des Dienstages, als er plötzlich von der 59-Jährigen von hinten attackiert wurde. Diese stach mit einem Messer mehrmals von hinten in den Halsbereich des Mannes und verletzte ihn dadurch natürlich lebensgefährlich. Etwas später fügte sich dann selbst Schnittverletzungen im Halsbereich zu. Mehrere Zeugen wurden von der Polizei vor Ort einvernommen, doch das Motiv, das bleibt weiterhin unbekannt. Eine 59-jährige Frau hat einen 52-jährigen Mann mit einem Messer bedroht. Was ist da genau vorgefallen? Wie ist es dazu gekommen? Ja, hier war es so, dass es in einem Lokal einen Polizeieinsatz gegeben hat. Eine 59-jährige Frau hat hier mit einem Messer zumindest zweimal auf einen 52-Jährigen eingestochen. Wir haben natürlich auch gleich die Zeugen befragt, aber hier hat es offensichtlich kein Bekanntschaftsverhältnis gegeben. Doch die Zeugen haben angegeben, dass es sich hier um eine sehr überraschende Attacke gehandelt hat. Kann man schon von einem Motiv sprechen? Ganz und gar nicht, genauso wie ich gerade gesagt habe, also wir wissen überhaupt nicht, was da der Hintergrund zu dieser Tat ist. Es ist auch so, dass die Frau im Krankenhaus ist, sie hat sich dann selbst noch Schnittverletzungen zugefügt und der Mann selbst natürlich, der die Stiche am Hals erlitten hat, ist auch im Krankenhaus. Das heißt, es hat auch noch keine polizeiliche Befragung gegeben. Sobald dann die Befragung durchgeführt worden ist, was droht denn der Frau dann? Ja, hier muss man sich natürlich auch wieder anschauen. Also angezeigt ist aktuell einmal das Delikt Mord. Hier kann man eigentlich davon sprechen, wenn man mehrmals in den Halsbereich des Gegenüber sticht, dass man hier zumindest davon ausgeht, dass es schwere Verletzungen oder vielleicht sogar den Tod zur Folge hat. Entscheidend tut das Ganze aber ebenfalls wieder ein Gericht oder die Staatsanwaltschaft. Hier wird es einen Prozess geben und die werden dann über die Schuldfrage dementsprechend auch urteilen. Inwiefern war die Frau denn alkoholisiert? Zeugen haben angegeben, dass die Frau einige Getränke dort konsumiert hat. Es dürfte nicht übermäßig viel gewesen sein. Es ist die Rede von 3 bis 4 Getränken. Wie weit die Frau dann alkoholisiert war, es wurde kein Alkotest gemacht, aber das kann man natürlich dann nur einschätzen oder mutmaßen. Sowohl die 59-jährige Frau mit österreichischer Staatsbürgerschaft und auch das Opfer, die wurden natürlich sofort nach dem Vorfall ins Krankenhaus gebracht. Beide haben lebensgefährliche Verletzungen. Deswegen konnten sie beide noch nicht von der Polizei einvernommen werden. Das Motiv, das ist weiterhin unbekannt und dürfte erst geklärt werden, wenn es den beiden betroffenen Personen hoffentlich besser geht.